Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer heutigen Sendung. Die Nutzung öffentlicher Cloud-Ressourcen, der sogenannten Public Cloud, hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Allerdings gibt es immer noch viele Unternehmen, die skeptisch sind gegenüber dieser Public Cloud. Der aktuelle Cloud-Monitor, das ist eine Umfrage, die das Beratungsunternehmen KPMG jedes Jahr im Auftrag des Branchenverbandes Bitkom durchführt. Dieser aktuelle Cloud-Monitor von 2018 hat ergeben, dass für 42% der deutschen Unternehmen die Public Cloud immer noch kein Thema ist. Die Hauptgründe sind Angst vor unberechtigten Zugriffen, dem Verlust von Daten und auch Unklarheiten über die Rechtslage. Wir werden heute darüber sprechen, wie Sie diese Vorbehalte und Ängste adressieren können, wie Sie den Kunden diese Ängste nehmen können und wie Sie sich so neues Geschäftspotenzial in der Public Cloud und mit der Public Cloud erschließen können. Erklären werden uns das Hans Berndl und Stefan van Randenborg. Sie sind beide vom Cloud-Provider A1 Digital. Guten Morgen, Herr Berndl und Herr van Randenborg. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Bevor wir mit der Diskussion starten, wüssten wir gerne von Ihnen, liebe Zuschauer, welche Bedeutung denn das Cloud-Business aktuell in Ihrer Channel-Strategie hat, in Ihrer Reseller-Strategie hat. Dazu haben wir eine Umfrage vorbereitet, die wir jetzt einblenden. Wir wüssten eben gerne von Ihnen, investieren Sie stark in diesen Bereich? Planen Sie den Einstieg oder liegt es irgendwo dazwischen? Bitte voten Sie hier. Das ist sehr interessant für uns. Herr Berndl, ich hatte gerade die Zahlen von Deutschland erwähnt. Sie sind ja im ganzen Dachraum unterwegs. Wie sieht es denn in Österreich und der Schweiz mit der Akzeptanz von Public Cloud in den Unternehmen aus? Ja, ich habe nicht die aktuellen Zahlen, die Sie haben aus einer Umfrage, aber aus meiner Erfahrung von früheren Jobs auch ist das sehr ähnlich gelagert. Also der Wunsch nach Public Cloud-Funktionen mit einer Private Cloud-Flavor, das ist sozusagen das, was jeder haben möchte. Die Daten im eigenen Land zu haben, die Datensicherheit zu haben, aber trotzdem die große Flexibilität aus einer Public Cloud herausziehen zu können. Aus meiner Erfahrung ist generell das Verhalten von österreichischen und Schweizer Kunden so, dass sie halt sehr, sehr stark abwägen, ob sie überhaupt in die Cloud gehen, weil die Cloud-Strategie hat dann immer noch sehr viel Private Cloud-Komponenten hat, das heißt Dinge, die sie in ihren eigenen Rechenzentren nach Cloud-Methoden, also nach Private Cloud-Konzepten fahren oder halt dann bei Hostern auslagern und nur sehr spezifisch im unkritischen Bereich Public Cloud-Lösungen einsetzen. Das ist das Bild, was Also würden Sie wir sagen, ist vielleicht, über die ist letzten die Jahre gesehen Skepsis haben. vielleicht sogar noch größer? Oder sagen wir die Größer, also die Statistik, die ich gesehen habe, wo alle drei Länder drinnen waren, haben einfach gezeigt, dass alle drei Länder als Schlusslicht dargestellt worden sind, was Cloud Adoption in Europa betrifft. Also alle anderen europäischen Länder sind, was das Thema betrifft, einfach schon viel weiter in der Marktakzeptanz und in der Umsetzung von Cloud-Projekten. Okay, schauen wir uns mal die Ergebnisse unserer Umfrage an. Bitte die Ergebnisse nochmal einblenden. Also ich kann sie jetzt nicht sehen. Können Sie die Ergebnisse sehen? Wir können es auch noch nicht sehen, nee. Ah ja, jetzt sind die Ergebnisse da. Wir sehen also, dass nicht natürlich, das ist nicht sehr überraschend, weil ja unser Webinar sich auch mit diesem Thema beschäftigt, aber dass fast die Hälfte unserer Teilnehmer eben schon stark in diesen Bereich investieren. Und mit denen, die mittelfristig den Ausbau planen, sind es über 50%. Ich denke, dass wir werden heute da sehr viel darüber hören, wie man diesen Ausbau wirklich auch mit attraktiven Angeboten ja, forcieren kann. Und dazu würde ich sagen, blenden wir jetzt die Präsentation ein. Ich glaube, Herr van Randenborg beginnt mit der Darstellung von A1 Digital und dem Angebot. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Stefan van Randenborg. Ich leite das Partnering und Alliance-Team bei der A1 Digital. Bin hier in München ansässig. Vielleicht ganz kurz, damit Sie es einordnen können, Hintergrund zur A1 Digital. Wir sind eine 100% Tochtergesellschaft der A1 Telekom Austria Group, die wiederum mehrheitlich im Besitz der America Mobil ist. Unsere Hauptsitze sind Wien und München. Wir sind aber auch in vielen weiteren Ländern vertreten, neben Deutschland, Österreich und Schweiz, also dem Dachraum, auch Slowenien, Bulgarien, Kroatien, Mazedonien, Weißrussland.
und Liechtenstein in den letztgenannten Ländern vor allem auch mit Mobilfunk und Festnetznetzen, sodass wir hier eben Lösungen und Konnektivität auch verbinden. Wir haben über 400 Kunden bereits weltweit, natürlich vor allem in den genannten Ländern, primär im Dachraum. Schwerpunktmäßig beschäftigen wir uns mit den Themen IoT, Internet of Things und Cloud. Beim Thema IoT sind wir bereits seit 2011 unterwegs. Klassischer Einstieg eines Telekom-Konzerns in die Maschinen-to-Maschinen-Kommunikation, sind dort aber schon sehr weit in unserer Lernkurve mit vielen Kunden. Beim Thema Cloud war ein wesentlicher Meilenstein die Akquisition der Firma Exoscale, ein Infrastructure-as-a-Service-Anbieter aus der Schweiz, den wir aber jetzt auch zur Dach-Cloud mit Rechenzentren in Deutschland und Österreich und der Schweiz ausgebaut haben. Die A1 Digital ist also das Center of Competence zu den Themen Internet of Things und Cloud für die gesamte Gruppe und sind auch schwerpunktmäßig damit betraut, das Deutschlandgeschäft auch zusammen und vor allem zusammen mit Partnern auszubauen. Vielleicht ganz kurz noch ein Überblick zu den Themenbereichen, die wir inhaltlich vertreten. Zum einen auf der linken Seite sehen Sie unter das Cloud-Geschäft. Da bringen wir Produkte, Portfolio-Themen auf den Markt rund um das Thema SD-WAN. Also hier geht es um intelligente und effiziente Vernetzung von Filialen und Niederlassungen, verbunden auch mit einer Konnektivität, also Mobilfunk, Fixed-Festnetzleitungen. Das Thema Software as a Service. Wir haben einen Marketplace aufgebaut für Enterprise-Kunden zum Thema Software as a Service und dann schwerpunktmäßig das Thema, mit dem wir uns auch heute beschäftigen werden, Infrastructure as a Service. Auf der rechten Seite. Ist denn auch Plattform as a Service geplant oder das ist ja so der Schritt zwischen den beiden Stufen? Ja. Wir sind zunächst mal Infrastructure-as-a-Service-Anbieter, haben aber bereits die ersten Themen, Angebote rund um Plattform-as-a-Service und das wird auch peu à peu weiter ausgebaut. Auf der rechten Seite sehen Sie rund um das Thema, rund um unser Angebot, rund um das Thema Digitalisierung und Internet of Things. Internet of Things ist wirklich zu verstehen als Ende-zu-Ende-Lösungen vom Sensor über die Konnektivität, meistens Mobilfunk, bis zur Applikation in der Cloud. Darüber hinaus beschäftigen wir uns aber auch mit der Mobilisierung von Geschäftsprozessen und das natürlich auch mit Fokus auf bestimmte Branchenlösungen. Beim Thema Digitalisierung verstehen wir uns also wirklich als Lösungsanbieter, sodass wir versuchen, das Problem des Kunden zu erkennen und dann gemeinsam mit dem Kunden durch Beratung über eine gemeinsame Architektur bis zur Umsetzung durch Technik und Konnektivität das Problem des Kunden zu lösen. Ja, das war es erstmal kurz zum Überblick über die A1 Digital, damit Sie verstehen, was machen wir, wo wollen wir hin. Und jetzt, glaube ich, steigen wir gleich in das Thema Infrastructure as a Service ein. Genau, bevor wir aber uns damit vertieft befassen, würden wir gerne wieder eine Umfrage an die Zuschauer richten. Und zwar wüssten wir gerne, wo Sie denn die größten Sicherheitsbedenken, die größten Schwierigkeiten bei der Cloud-Vermarktung sehen. Also sind es Sicherheitsbedenken? Ich hatte das ja anfangs erwähnt, bei den Kunden ist das sicher eines der Kernthemen oder sehen Sie andere Schwierigkeiten, die ja gerade auch für Sie als Channel-Partner eine Rolle spielen können, wie Abrechnungsmodelle oder geringe Margen? Herr van Randenburg, was haben denn Reseller überhaupt davon, wenn sie ins Public-Cloud-Geschäft einsteigen? Also ich kann mich noch erinnern, ich war ja früher lange Zeit Redakteur in einer Reseller-Publikation und wir hatten immer wieder Diskussionen auch mit unseren Lesern, warum soll ich das überhaupt machen? Ich habe ja mein Geschäft mit Hardware, mit Software, ich sehe gar nicht ein, mich da zu verändern. Ja, sehr gerne. Sie haben den Trend ja vorher zusammen mit Herrn Berndl bezogen auf den Dachraum schon kurz dargestellt. Der Trend geht also immer mehr von quasi On-Premise-Lösungen, Hardware-Lösungen, die Kunden wirklich vor Ort stehen haben, rein in die Cloud. Und es gibt natürlich auch immer einen Trigger, der vor allem dann ansteht, wenn die Hardware veraltet ist und man überlegen muss, investiert man nochmal in Hardware
Oder baut man seine Kapazität, Serverkapazität flexibel auf und nutzt die Cloud dafür? Und es ist eine Riesenchance für IT-Anbieter, Systemhäuser. Sie können diesen Trend nutzen, können ihren Kunden bei der Migration begleiten, können Services rund um das Cloud-Angebot anbieten und eben auch cloudbasierte Managed Services ihren Kunden anbieten. Darüber hinaus sehen wir viele Kunden, die auch im Bereich hybride Lösungen unterwegs sind, also von On-Premise-Lösungen über Private Cloud und auch Public Cloud. Und auch das ist ein Thema, was für die Systemhäuser und IT-Anbieter sehr spannend ist, ihren Kunden dabei zu lösen und damit eben auch die Exascale dort in die hybride Lösung als Infrastructure as a Service Anbieter einzubringen. Also man vergibt sich ein Zukunftsgeschäft und vor allem auch ein Potenzial, sein Geschäft zu erweitern, wenn man dieses Thema ignoriert. Absolut. Sie werden daran nicht vorbeikommen, ob Sie wollen oder nicht. Und im Gegenteil, glaube ich, ist es sinnvoll, diesen Trend jetzt zu nutzen, da einzusteigen und aktiv eben die Kunden zu begleiten, um den Weg in die Cloud beim Kunden abzubilden. Mhm. Schauen wir uns mal die Ergebnisse unserer Umfrage an. Es sind doch die Sicherheitsbedenken der Kunden, die eben auch bei der Cloud-Vermarktung im Channel eine große Rolle spielen. Aber auch die Abrechnungsmodelle, das hatte ich ja vorher gesagt, channel-typische, channel-spezifische Herausforderungen in der Cloud liegen halt auch zum Beispiel eben darin, wie diese Systeme abgerechnet werden können, wie die Margen sind, wobei jetzt offensichtlich die Margenlage sich verbessert hat. Das war ja gerade zu Beginn der Cloud-Diskussion immer eine große Diskussion, dass eben die Margen dort zu gering sind im Vergleich jetzt zu gerade mal Software, Hardware sicher nicht. Dann würde ich sagen, ich glaube, Herr Berndl macht jetzt mit der Präsentation der Dachcloud weiter. Ja, ich würde gerne. Digitalisierung mit der Dachcloud, welche Möglichkeiten für Partner im Cloud-Business? Ich habe eine Wortschöpfung gemacht, Multi-Hybrid-Cloud-Strategie. Das ist im Prinzip das, über das Kunden heute nachdenken müssen, um in die Cloud gehen zu können und mit den Herausforderungen, die in der Cloud heute bestehen, die angesprochen worden sind. Das eine ist Sicherheitsbedenken, das heißt, wo sind meine Daten, wie sicher sind meine Daten. Auch in dem ganzen Kontext GDPR ist natürlich ganz wichtig, sicherstellen zu können, dass meine Daten so gespeichert sind, dass sie konform gespeichert sind. Was in manchen Märkten auch heißt, dass die Daten im Land gespeichert werden müssen. Und da sehen wir die Vorteile mit unserem Offer, weil wir einen sehr klaren Fokus auf die Dachregion haben und auch in der Dachregion entsprechend Datacenter-Ressourcen dafür anbieten. Das heißt, wir versuchen diesen Trick zu machen, dass wir Public Cloud mit Private Cloud Benefits anbieten wollen. Das heißt, man muss sich nicht selber drum kümmern, man muss nicht selber diese Rechenzentren aufbauen und entsprechend mit diesen Self-Service und Elastizität und Flexibilität Merkmalen ausstatten, um in ähnliche Skalierungsdimensionen zu kommen, sondern wir bieten so einen Service an. Die Realität schaut aber so aus, dass es sehr viele Cloud-Anbieter am Markt gibt. Und wenn wir mit Unternehmern in Kontakt sind, die nicht nur lokal oder regional agieren, sondern die auf globaler Ebene agieren, dann sind natürlich die Themen, die jetzt links eingeblendet worden sind, durchaus auch ein Thema, eine globale Cloud auch in die Cloud-Strategie mit aufzunehmen, weil natürlich der Vorteil, ein global umspannendes Datacenter-Netzwerk ist dann für den Kunden, der auch global agiert, eine Notwendigkeit. Trotzdem gibt es aber immer wieder Workloads, die besonders mit Vorsicht zu genießen sind. Also wenn ich Kunden da arbeite oder wenn ich meine Predictive Analytics machen möchte für meine zukünftigen Marktstrategien, dann hantiere ich mit sehr sensiblen Daten oder meine Forschungsabteilung Auswertungen über die letzten Versuche macht, die wahrscheinlich auch schon in Software basiert sind, dann möchte ich diese Daten anders behandeln und mit mehr Sorgfalt behandeln können. Und da kommt im Prinzip dann Exascale als Lösungskomponente mit hinein. In dem Jahr ist noch eine weitere Facette in diese ganze Cloud-Strategie hineingekommen, der Cloud Act, der ganz klar sagt, also wenn ich sozusagen Cloud-Services von einem der hier genannten zusätzlichen Cloud-Anbieter in Anspruch nehme, dann ist für mich nicht sichergestellt, wer auf diese Daten zugreifen kann. Also es kann dann irgendjemand in einem kleinen amerikanischen Gericht
Beschluss sozusagen, ja, wir wollen auf diese Daten zugreifen und dann werden diese Daten erhoben, weil halt hier amerikanische Firmen dahinter stehen und die Rechtslage so gestaltet wurde, was halt für viele europäische Kunden für sensible Daten einfach ein No-Go ist und im Rahmen von GDPR überhaupt nicht möglich ist. Vielleicht zur Klärung, Herr Wendel, also der Cloud Act ist ein Gesetz oder eine Verordnung, die die USA, glaube ich, im März dieses Jahres erlassen hat, die eben den US-Behörden weitreichende Zugriffsmöglichkeiten auch auf Daten von europäischen Kunden bietet. Und unter Umständen bekommt der Kunde sogar nicht einmal etwas davon mit. Es gibt diese Gagging Order, das heißt, es kann verboten werden, den Kunden zu informieren. So ist es. Und das ist egal, wo das Rechenzentrum steht. Also diese Aussage, ja, aber die Rechenzentren sind ja in Europa, das ist schön, aber das hat in dem Konstrukt, was hier geschaffen worden ist, keine Bedeutung, weil es eine amerikanische Company ist und quasi hier das Gesetz anders angewendet wird. Es war ja im Prinzip eine Reaktion auf den Rechtsstreit, den Microsoft mit den amerikanischen Behörden durchgeführt hatte. Da ging es ja um Daten, die in Irland lagen. Und Microsoft hat sich ja bis vor das oberste Gericht dagegen gewehrt, dass diese Daten herausgegeben werden müssen. Und durch den Cloud Act ist das aber obsolet. Das muss auf jeden Fall jeder Provider so machen. Also bevor quasi der Beschluss des höchsten Gerichts, obersten Gerichtshofs getroffen worden wäre, wurde dieser Cloud Act quasi in Kraft gesetzt und man hat quasi gar nicht mehr auf diesen obersten Gerichtshofsentscheid gewartet und hat das quasi ad absurdum geführt, im Prinzip die ganzen Rechtsstaat. Bevor Sie weitermachen, Herr Berndl, würde ich gerne noch darauf hinweisen, liebe Zuschauer, Sie können uns natürlich Fragen stellen über das Fragefeld in der Webinar-Konsole. Wir werden die Fragen, wenn es passt, direkt beantworten, sonst sammeln wir die Fragen und haben am Ende der Sendung auch genügend Zeit für eine Frage- und Antwortrunde eingeplant. Und Sie können sich auch die Präsentation sowie weiterführendes Informationsmaterial herunterladen. Das finden Sie im Download-Bereich. Ja, das ist der Cloud Act, der sozusagen da jetzt hineinspielt und den wir nicht aus den Augen verlieren dürfen, wenn wir uns eine Cloud-Strategie zurechtlegen oder Kunden helfen, eine Cloud-Strategie zu definieren. Genauso wenig kann man negieren, dass diese globalen Plattformen dann einfach nicht verwendet werden. Das wäre genauso nicht real und nicht den Ansprüchen des Marktes gerecht. Das heißt, man braucht eine hybride Cloud-Strategie, die aus mehreren Cloud-Plattformen besteht, weil Hybrid-Cloud nicht nur heißt, man hat, also Hybrid ist sehr stark aus dem Konzept heraus geprägt worden und viele haben das quasi auch noch so abgespeichert. Hybrid heißt immer, ich habe On-Premises und Cloud und verbinde das miteinander. Das ist eine Form von hybrider Cloud, die man machen kann. Aber ich kann auch hybride Cloud mit mehreren Public Cloud-Anbietern machen, was jetzt immer mehr ein Thema wird, genau aus der Situation heraus, dass halt hier rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen worden sind, die halt nicht in jedem Szenario optimal sind für den Einsatz von einer globalen Cloud und damit regionale Cloud oder in dem konkreten Fall, wie wir es anbieten, eine Dach-Cloud, halt extreme Vorteile bietet, dann auch trotz dieser schwierigen rechtlichen Situation auf Public-Cloud-Ressourcen zugreifen zu können und die Vorteile, die eine Public-Cloud einfach bietet, auch in der Situation nutzen zu können. Das heißt, ich habe eine starke Security und Privacy. Ich kann natürlich die Kosten wesentlich besser balancieren. Diese ganze CapEx-OPEX-Thematik, die in der Cloud-Diskussion ja schon viele Jahre existiert. Ich kann auch so Software- und Hardware-Inkompatibilitäten, die über die Jahre entstanden sind, dann doch mit Cloud adressieren. Ich kann diverse Netzwerk-Konfigurationskomplexitäten und natürlich auch diese Legal-Sachen durchaus adressieren und damit quasi in diese Multi-Hybrid-Cloud-Szenario hineinsteigen, um sozusagen das Beste aus allen Welten für meine Lösung halt zusammenzuführen. Das ist sozusagen die Strategie, die wir einerseits beraten und auch Kunden dabei helfen, umzusetzen oder auch unseren Partnern erzählen, dass das wäre eine Story, die ihr mitnehmen könnt, um quasi hier neue Lösungen und neue Projekte auch beim Kunden anzugehen, wo bis vor kurzem Cloud einfach ein Tabuthema war. Ja, dass diese abgeschotteten Clouds nicht funktionieren, das hat ja das Beispiel Azure Deutschland deutlich gezeigt, ne, dass Microsoft vor nicht allzu langer Zeit ja abgekündigt beziehungsweise eben angekündigt hat, dass keine neuen Kunden dort aufgenommen werden. Exakt, ja. Also das war ein Feldversuch, der nicht erfolgreich war. Ja. Wo wird sozusagen Exascale heute schon eingesetzt, also um ein bisschen ein Gefühl zu geben, in welchen Einsatzszenarien die Plattform schon zum Einsatz kommt und auch vielleicht ein Gefühl zu geben, wie gut skaliert die Plattform. Auf der einen Seite haben wir einen Kunden, einen sehr zufriedenen Kunden im Bereich Sicherheitslösungen. Also die bieten eine Cyber-Security-Lösung an, die es ermöglicht, den Netzwerktraffic, der in das Kundendatacenter hineingeht, bevor sozusagen die Daten ankommen, entsprechend zu filtern und zu reinigen, also von Malware und anderen bösen
Schadsoftware-Komponenten zu bereinigen und dann erst sozusagen den Netzwerk-Traffic reinzulassen. Die Architektur der Lösung bedeutet, dass man hier sehr viel Rechenleistung braucht, aber nicht sehr gut prognostizieren kann, wie viel Rechenleistung man wann braucht. Das heißt, die Flexibilität und die Skalierbarkeit der Cloud ist hier ein extrem großer Vorteil. Und der Provider der Lösung ist, der hatte schon andere Clouds auch in Verwendung, hat also unterschiedliche Cloud-Plattformen getestet, ist dann bei uns geblieben aus zweierlei Gründen. Einerseits Preis-Performance-Gründen, aber auch die Performance-Gründen unserer Compute-Instanzen, die schnelle Verfügbarkeit der Compute-Instanzen und auch, da es eine europäische Firma ist, sozusagen die Nähe zum Rechenzentrum, Latenzzeiten und die Verfügbarkeit halt entsprechend zu haben von den Kunden, die betreut werden, auch hier eine sehr dynamische und leistungsfähige Lösung anzubieten. Unser Aushängeschild mehr oder weniger für Skalierbarkeit ist unser Support in einem großen europäischen Projekt. Also die Europäische Union baut derzeit eine hybride Cloud für den gesamten Wissenschaftsbereich. Das heißt, alle Forschungsmitarbeiter und Personen, die im Bereich Forschung arbeiten, das sind in Summe mehr als 70 Millionen in Europa, denen baut man eine Cloud, wo sie alle ihre Forschungsdaten ablegen können, wo sie Forschungsdaten austauschen können, aber wo sie auch diese Forschungsdaten im Prinzip bearbeiten, also prozessieren können. CERN ist einer der treibenden Forschungsinstitute in diesem Konsortium, die halt diese Tests auch machen. Und wir sind einer der Technologieprovider, das sind mehrere Konsortien, die diese Infrastrukturkomponenten liefern und auch noch zusätzliche Komponenten in dem Projekt beisteuern, Projektmanagement und so weiter. Und wir liefern allein in dem Jahr 10.000 CPU-Cores und 1 Petabyte an Storage in dieses Proof-of-Concept, diese Proof-of-Concept-Projektphase hinein, wo man einfach zeigen kann, ja, wir sind imstande, auch diese großen Anforderungen, die man normalerweise nur mit den globalen Cloud-Plattformen verbindet, sehr wohl auch im Rahmen einer regionalen Cloud zu liefern und mit hoher Qualität zu liefern, weil CERN hat hohe Anforderungen und CERN würde nicht weiter sozusagen auf diese Ressourcen setzen, wenn wir nicht in entsprechender Qualität und mit entsprechender Leistungsfähigkeit auch liefern könnten. Dann gibt es Partner, die schon sozusagen auf unserer Plattform aufsetzen und quasi mit unserer Plattform oder als untersten Layer im Prinzip Lösungen zur Verfügung stellen. Vision ist ein Partner, der eben Containertechnologie auf Basis von Exoscale, also mit Exoscale als leistungsfähige Infrastructure darunter seinen Kunden wieder zur Verfügung stellt, Kunden, die zum Teil dann im Automotive-Bereich sind. Eine andere Lösung, die Exoscale getestet hat für den europäischen Markt, ist ISON. ISON ist ein Hersteller von einer Videoconferencing-Collaboration-Plattform, die weltweit betrieben wird. Und ISON schaut aber im Prinzip immer in den Märkten, wo sie diese Lösung anbietet, dann auch sozusagen auch eine Art regionale Anbieter zu haben. Also im amerikanischen Markt verwenden sie AWS, im asiatischen Markt verwenden sie Alibaba Cloud und für Europa haben sie im Prinzip jetzt unsere Plattform getestet und waren sehr zufrieden und sozusagen zufriedener als mit den anderen Plattformen, weil wir von der technologischen Seite einen Vorteil mit einbringen in dieses ganze Infrastructure-Thema, wo sich die anderen schon ein bisschen schwer tun aufgrund der Überladenheit der Funktionen, die anderen Plattformen mitbringen. Das ist so ein Ausgleich zwischen wie viel Infrastructure oder Service und wie viel Plattform oder Service füge ich zusammen in meiner Plattform, dass dann auch auf die Performance irgendwann Einflüsse hat. Und wir sind da sehr lean noch unterwegs, was das betrifft, und können Server-Performance relativ schnell, was heißt relativ schnell, in weniger als 30 Sekunden zur Verfügung stellen, was auf anderen Plattformen mehrere Minuten dauert. Und das ist in manchen Szenarien wirklich entscheidend, welche Plattform man halt auswählen sollte, um die Lösung optimal auch umzusetzen. Wo sind wir verfügbar? Wie gesagt, der Name ist Programm. Wir sind im Dachraum verfügbar. Historisch, das hat Herr von Randburg schon angesprochen, wir haben ein Schweizer Startup gekauft. Das heißt, die zwei Data Center Locations, die wir quasi mit der Acquisition übernommen haben, gehen von Zürich. Nach der Acquisition haben wir dann sofort in Wien ein Data Center Location aufgebaut und dann Ende letzten Jahres dann auch noch in Frankfurt. Das heißt, dass wir diesen Raum Dach wirklich optimal bedienen können. Das heißt, 4 Hochverfügbarkeitszonen, ein Self-Service-System für Cloud-Native-Plattformen, also für diese modernen, agilen Applikationen, die viele, viele Unternehmen heute brauchen, um ihr Business-Erfolg sicherzustellen,
100% automatisiert, State of the Art APIs, die man nicht nur über ein sehr gutes und einfaches grafisches Benutzersystem aussteuern kann, sondern auch komplett geskriptet, also vollständige Automatisierung hier durchführen kann. Und was sehr wichtig ist für Developer und DevOps-Leute, die komplette Dokumentation kann ich schon einsehen, bevor ich noch überhaupt mich subscribe auf der Plattform. Ich brauche nur auf exoskill.com gehen, habe dort die Dokumentation der Plattform plus die komplette API-Dokumentation zur Verfügung. Herr Brandl, ich hätte eine Frage zu den Hochverfügbarkeitszonen. Also heißt das, jeder dieser Standorte ist für sich eine Hochverfügbarkeitszone? Das heißt, dort haben Sie alles redundant und ja. Und kann man auch die verschiedenen Standorte zu quasi einer umfassenden Hochverfügbarkeitszone, also noch höher Verfügbarkeitszone zusammen? Wir haben mehrere Möglichkeiten, Redundanzen herzustellen. Das heißt, in der Zone selber gibt es so etwas wie Anti-Infinity Groups zu konfigurieren. Das bedeutet, wenn ich mehrere Maschinen an einem Standort laufen lasse, kann ich zusätzlich noch definieren, sie sollen sich keinen Hypervisor teilen. Was heißt das? Auf jedem physischen Server wird ein Hypervisor betrieben und auf dem Hypervisor laufen dann mehrere virtuelle Instanzen. Das heißt, um sicher zu gehen, falls ein Hardwareausfall stattfinden sollte, dann kann ich mit diesen Anti-Infinity-Gruppen festlegen, dass meine Server nicht sich einen Hypervisor stellen, also nicht auf derselben Hardware sind und damit eine höhere Verfügbarkeit des Services haben. Zusätzlich könnte ich dann aber noch sagen, ja, ich hätte jetzt nicht nur gern Instanzen, die in Wien laufen, sondern auch Instanzen, die in Frankfurt laufen oder in Zürich und in Genf oder in allen vier Lokationen. Das ist aber etwas, was ich auf Basis der Applikationsebene mache. Das heißt, die Applikationen, die ich betreibe oder die ich schreibe, müssen im Prinzip von diesem Feature Gebrauch nehmen. Das ist aber nicht etwas, was ein Hackerl ist auf der Plattform, wie das bei manchen anderen Plattformen angeboten wird. Bei uns, dass wir ein reines Infrastructure-Service-Offer momentan sind, obliegt das dem Applikationsleser, obliegt dem, der die Applikation auf unsere Plattform draufstellt. Aber es ist technologisch absolut möglich und die Verbindungen zwischen den Datacentern sind auch so ausgelegt, dass das performant stattfinden kann. Okay, vielen Dank. Also es gibt sehr man kann es sehr fein justieren, wie hoch man die Hochverfügbarkeit eben haben möchte. Ja, dadurch bei Infrastructure Service ist man noch näher an der Technologie dran. Also das, was einem abgenommen wird, ist quasi wirklich so das Operations von der Hardware und ein Teil vom Operating System, den man mitgeliefert bekommt. Aber alles, was dann oben drauf gesetzt wird, liegt quasi im Verantwortungsbereich des Kunden oder des Partners, der die Plattform verwendet, um seine Lösung eben laufen zu lassen. Kleiner historischer Abriss noch, bevor ich dann zurück übergebe. Wie gesagt, das Startup wurde 2011 gegründet. Akenes SA war die Firma, die unter dem Trademark Exoskill dann firmiert hat. 2013 wurde die Plattform erstmals zur Verfügung gestellt und von da an gab es sukzessive Erweiterungen und Zusatzfunktionen, die in die Plattform aufgenommen worden sind. 2017 war die Acquisition von 1 Digital, wo dann zwei zusätzliche Datacenter Locations hinzugefügt worden sind. Und jetzt gibt es im Prinzip eine Roadmap, die nicht mehr nur einen reinen Fokus hat, um die DevOps Developer Audience im Prinzip zu bedienen, sondern auch der Fokus in Richtung Partner- und Enterprise-Kunden ausgeweitet worden ist, weil eben Plattformen, die unterschiedliche Szenarien bedienen sollen, halt auch ein unterschiedliches Feature-Set brauchen und an dem arbeiten wird. Und da gehört auch dazu, was der Herr van Randburg vorher schon gesagt hat, Plattformen als Service-Komponenten sind ein Teil dieser Strategie und die wird es auf der Plattform in Zukunft auch geben, dass es noch leichter wird und noch einfacher wird, für Partner und Kunden Lösungen schnell zu bauen. Und Geschwindigkeit ist sozusagen der Hauptantriebsfaktor heute in der Industrie, warum sehr viel in Richtung Cloud geht, weil mit herkömmlichen Methoden diese Geschwindigkeit einfach nicht mehr realisierbar ist. Okay, herzlichen Dank, Herr Berndl. Bevor wir jetzt in das Partnerprogramm einsteigen, hätten wir noch mal eine Umfrage für Sie vorbereitet, liebe Zuschauer. Wir wissen nämlich ganz gerne, was ist denn Ihnen eigentlich wichtig als Cloud-Partner? Es ist diese Infrastruktur, wie sie Herr Berndl gerade dargestellt hat, die eben auch viele Vorteile bezüglich des Datenschutzes, aber auch natürlich der Performance bietet. Oder sind es eher die channel-typischen Dinge wie Preise, Marketingunterstützung oder Support? Das wüssten wir gerne von Ihnen.
Herr Berndl, wir haben vorher über den Cloud Act gesprochen und ist eine andere gesetzliche Initiative, die nämlich die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die in den letzten Jahren viel Aufregung verursacht hat und die ja seit dem Mai dieses Jahres wirksam geworden ist, nach 2 Jahren Übergangszeit. Völlig überraschend für viele Unternehmen, glaube ich. Ja. Und hat aber halt zu sehr viel Diskussionen darüber geführt, was ist denn Datenschutz und was ist denn Privacy by Design? Wie bekommt man das? Das ist ja eine der Forderungen der DSGVO. Hat sich da auch im Bewusstsein der Händler und in den Kunden was getan? Also bekommen Sie da Anfragen deswegen? Definitiv. Also der Markt ist aufgerüttelt worden durch das überraschende Inkrafttreten von der DSGVO. Und ich glaube, der nächste Wake-up-Call kommt dann, wenn das erste Urteil gefällt wird und das jemand wirklich. Da warten wir alle drauf, ja, genau. Ja, also das ist der nächste Wake-up-Call. In der Zwischenzeit aber ist es so, dass wir eigentlich davon profitieren. Also wir profitieren mit der Konzeption und mit dem Design unserer Lösung, sowohl von dem Cloud Act als auch von der Datenschutzgrundverordnung, weil eben hier gewisse Anforderungen plötzlich am Tisch sind bei vielen Unternehmen, die mit den klassischen globalen Cloud-Anbietern also nicht umgesetzt werden können. Ja. Das heißt nicht, dass die komplett raus sind, weil je nachdem, man muss genau schauen, welche Anforderungen ist im Business jetzt da, was möchte ich mit Cloud umsetzen. Aber es gibt Anforderungen, die quasi mit diesen globalen Playern nicht im Prinzip bedient werden können. Und da kommen wir rein. Und wenn wir die 42%, die Sie vorher genannt haben, die das noch nicht so sehen, die Cloud gewinnen können, dann sind wir hochzufrieden, weil wir haben eine Nischenstrategie auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir ein Anbieter, der heute schon genau die Anforderungen, die durch diese gesetzlichen Rahmen geschaffen worden sind, ganz klar bedienen können, was die anderen in der Form nicht können. Heißt das, dass wir alle anderen Cloud-Plattformen ersetzen? Nein. Multi-Cloud, Multi-Hybrid-Cloud-Strategie ist das, was wir im Prinzip am Markt positionieren wollen. Wir wollen die Workloads bedienen, die die anderen nicht bedienen können. Und ich glaube, da haben wir extrem gute Karten, sowohl von der technologischen Seite, was wir schon unter Beweis gestellt haben, Skalierbarkeit, Verfügbarkeit unserer Plattform, aber auch die Soft-Facts im Prinzip in einem technischen Projekt, was in dem Fall dann die rechtlichen Rahmenbedingungen sind, dass wir die genauso erfüllen können. Ja, viele Unternehmen können die Anforderungen der DSGVO ja auch gar nicht in ihrer internen Infrastruktur erfüllen. Seien es jetzt Dokumentationspflichten oder auch diese Löschpflichten, wenn die Daten überall verteilt sind auf den verschiedensten Systemen, dann ist es unheimlich schwierig, solche Anforderungen zu erfüllen. Und deshalb ist Cloud und natürlich insbesondere eine rechtssichere Dachcloud für viele Unternehmen, glaube ich, noch attraktiver geworden durch die Datenschutzgrundverordnung. Absolut. Ich meine, ich habe eine lange Historie in dem Rechenzentrumsautomatisierungsbereich und war auch Produktmanager für viele Technologien in dem Bereich. Und ich habe sehr oft gesehen, dass einfach der Reifegrad von IT, der selber betrieben wurde von Unternehmen, einfach nicht dem entspricht, was heute Standard ist. Ja, das ist so wie Reifenwechsel in der Formel 1. Wenn man zuschaut, die machen das in wenigen Sekunden. Jeder von uns kann Reifen wechseln, aber wir schaffen es sicher nicht in Sekunden. Warum? Weil wir sind nicht Spezialisten für das Thema. Ja, wir können das, wir sind Generalisten, aber die Datencenter betreiben für Public Clouds, das sind Spezialisten und die haben einfach Fähigkeiten, die sozusagen nicht so breit vorhanden sind. Und Kunden haben natürlich immer ihr eigenes Bild von ihrem Datacenter und von der Qualität ihrer Services, die sie anbieten. Was natürlich sehr spezialisiert ist auf die Anforderungen des Unternehmens, wogegen die Cloud-Anbieter natürlich sehr, sehr hoch standardisieren und automatisieren, was natürlich ein anderer Approach ist. Ich glaube, man braucht beides. Nur die Unternehmen müssen in gewissen Bereichen dann jetzt doch nachziehen, auch durch die Datenschutzgrundverordnung, weil einfach jetzt ein rechtlicher Rahmen geschaffen wird, dass sie ihren Betrieb einfach optimieren müssen, was in den Jahren zuvor ein bisschen vernachlässigt worden ist. Das war zumindest meine Beobachtung. Ja, auf jeden Fall. Schauen wir uns mal die Ergebnisse unserer Umfrage an. Also wir sehen, Infrastruktur im Dachraum ist durchaus ein sehr wichtiger Punkt, neben natürlich den wettbewerbsfähigen Preisen. Das überrascht uns sicher auch nicht. Aber auch die anderen Punkte werden von unseren Teilnehmern als zum größten Teil oder zumindest ungefähr zur Hälfte für wichtig erachtet. Schulungen und Trainings sehe ich hier auch mal mit 69%, ist ein wichtiger Punkt. Ich denke, da werden wir auch gleich noch mehr dazu hören, Herr van Randenborg. Ja, gerne. Ich denke, dann können Sie mit Ihrer Präsentation fortfahren. Ja, gerne zur Überleitung vielleicht, um das gerade Gehörte auch mal praktisch nochmal zu übersetzen. Einer unserer Partner, die Embedded Data, hat sich genau mit den in der ersten Umfrage genannten Problemen befasst. Wenn ich es recht erinnere, war es
Bei den Hürden Richtung Cloud, Sicherheitsbedenken mit 76% und Abrechnungsmodelle mit 55%. Und das lässt sich hier ganz gut anschaulich am Beispiel der Embedded Data zeigen. Auslöser war damals 2015 die Aufkündigung des Safe Harbor Abkommens, also dass der personenbezogene Schutz von Daten in der EU für amerikanische Provider aufgehoben wurde. Hinzu kam der Cloud Act inzwischen seit 2017, hat der Herr Bernwehr schon erklärt, sodass also hier die Sicherheitsbedenken von amerikanischen Anbietern groß waren und damit sich die Embedded Data eben entschieden hat, auf einen regionalen Dachanbieter zu gehen. Das war der eine Punkt. Der zweite ist, die Embedded Data bietet ein Software-Framework an zum Erfassen, Verarbeiten, Auswerten und Visualisieren von mess- und prozessbezogenen Daten in Echtzeit, die Sie jetzt durch die Exoscale auf einer Dachcloud Ihren Kunden anbieten können, haben im Grunde jetzt beide Lösungen im Programm, On-Premise-Lösung und eben eine sichere Lösung auf der Dachcloud. Und der dritte Punkt zum Thema Abrechnungsmodelle, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Vorteil der Exoscale. Die einzelnen Serversysteme lassen sich vollkommen unproblematisch den verschiedenen Kunden zuordnen. Das heißt, sie kriegen als Partner eine Rechnung, die wiederum ihre Kunden mit deren Server-Consumption ausweist, so damit sie genau wissen, welcher Kunde hat wie viel konsumiert und eben ihre Rechnung Richtung Kunden entsprechend darstellen können. Also beide Probleme hier gut gelöst, sowohl die Sicherheitsbedenken als auch die Abrechnungsmodelle. Vielleicht ganz kurz ein Wort zu unseren Partnerprogrammen. Wir haben im Wesentlichen hier für die Exoscale zwei Ausprägungen. Das eine ist ein Value-Added Reseller-Programm. Hier ist der Partner eben Reseller, bietet seinen Kunden auf Basis der Exoscale Managed Service-Lösungen an. Klassisches Reseller-Modell, der Partner bekommt umsatzabhängig einen Discount 10, 12, 15%, baut Services drumherum obendrauf und verkauft das gesamte Paket an seine Kunden. Das ist das eine Programm, Value Added Reseller Programm. Auf der anderen Seite haben wir auch ein Referral Programm. Das ist vor allem für die Kunden der Partner wichtig, die sagen, sie wollen jetzt nicht über den Partner kaufen, sie wollen direkt bei der Exoscale kaufen. Da gibt es ein Referral-Programm, einen Link. Wenn Sie als Partner registriert sind bei der Exoscale, können Sie diesen Link an den Kunden verschicken. Damit ist dokumentiert, dass die Vermittlung über Sie zustande kommt und Sie kriegen eine entsprechende Provision, können aber trotzdem all Ihre Services rund um Migration, hybride Lösungen, Ähnliches für den Kunden aufbauen. Wir haben ein Partnerteam, das all unsere Partner betreut, in Deutschland, in München, Frankfurt, auch in Wien. Wir bauen derzeit das Partnernetzwerk weiter auf für beide Themen, sowohl für das Cloud-Thema als auch für das IoT-Thema. Und vielleicht zum Schluss noch ganz wichtig, auch in der Umfrage kam es gerade noch mal raus, 46% hatten gesagt, Marketingunterstützung ist eins der Themen, das sie interessiert. Hier haben wir eine ganze Palette an Möglichkeiten, mit ihnen zusammenzuarbeiten und sie zu unterstützen. Das geht von co-branded Marketingmaterialien, die auch ihr Brand tragen, über die Erstellung von speziellen Referenzen, wo wir Sie unterstützen, Ihre Referenzen darzustellen, Collaterals wie Flyer, Broschüren, Präsentationen, Roll-ups etc. Natürlich können wir auch entsprechend unsere Logos verlinken, Ihr Logo auf unserer Seite, und auch Ihnen Unterstützung beim Online-Marketing gewähren. Hier geht es um Bereiche wie Social Media, wie sprechen Sie Ihre Kunden über Social Media an. Und last but not least, ganz wichtig, natürlich auch bei Messen. Wir machen sehr gerne mit unseren Partnern gemeinsame Auftritte, sowohl bei Messen als auch bei Kundenveranstaltungen, um dort eben eine gemeinsame Value Proposition Richtung ihrer Kunden zu tragen. Das war der kurze Überblick von meiner Seite. Ich glaube, jetzt gibt es noch mal kurz ein paar Fragen. Ja, herzlichen Dank, Herr von Randenborg. Das ist ein gutes Stichwort, Fragen. Schießen Sie los, stellen Sie uns Ihre Fragen. Wir haben noch gut 5 Minuten Zeit, um Ihre Fragen zu beantworten. Ich wüsste ganz gerne, Herr von Randenburg, wir hatten da vorher schon drüber gesprochen, Schulung und Training, oder wir hatten es auch in unserer Umfrage. Was sollte denn ein
einen Partner mitbringen, wenn er mit Ihnen Geschäfte machen möchte. Also das Referral-Programm ist natürlich sehr niederschwellig. Ich denke, da kann jeder einsteigen, einfach eine Empfehlung geben. Aber wenn er jetzt mehr mit der Plattform anfangen möchte, sage ich jetzt mal, was sollte er für Wissen mitbringen? Im Grundsatz ist natürlich ein Wissen rund um das Cloud-Geschäft schon wichtig. Wir bieten aber auch sehr viel an rund um das Enabling der Partner, das Training der Partners. Wir haben ein eigenes Partnerportal geschaffen, wo Ihnen sehr, sehr umfangreich von High-Level bis sehr tiefgehende Partner-Trainings, Schulungen angeboten werden. Das zum einen. Zum zweiten bieten wir für unsere Partner auch an, auch vor Ort zusammen mit unseren Cloud-Architekten das Geschäft zu entwickeln. Primär ist es ja so, dass Sie auf der Exascale dann auch die Use-Cases für Ihre Kunden, die Services definieren müssen. Da bieten wir an, Ihnen dabei zu helfen, das durchzudeklinieren, zusammen mit unseren technischen Experten, den Cloud-Experten, um dann eben ihre Value Proposition Richtung Kunden zu tragen, dass das eine zu schaffen, aber dann auch eben das, wie ich es vorhin in dem Marketing-Teil ansprach, auch gemeinsam Richtung ihrer Kunden zu tragen, gemeinsam zu erklären, um letztlich Workloads ihrer Kunden auf die Exascale zu bringen und sie als Reseller davon profitieren zu lassen. Das heißt, die gehen auch raus mit dem Reseller zum Kunden. Wir gehen raus mit dem Reseller zu Kunden. Wir schulen die Reseller sehr intensiv. Und wir machen sehr viele gemeinsame Aktivitäten Richtung Kunden mit dem Reseller. Natürlich nach seinem Gusto, ja, und nach seiner Nachfrage. Aber das ist ein ganz, ganz breites Portfolio an Unterstützungsmaßnahmen, die wir da anbieten. Und Sie hatten vorher die Schnittstellen, die APIs erwähnt, sind das Standard-APIs, die also die wer sich jetzt mit Cloud-Diensten sozusagen bisher auskennt, auch sowieso kennt? Oder ist das irgendwas, was man sich erstmal mit der Dokumentation, die ja zur Verfügung steht, vielleicht erstmal erarbeiten muss? Die Frage gehe ich mal kurz an den Herrn Berndl weiter. Passt, übernehme ich. Sind Standardfunktionen, Standard-APIs, also ein Beispiel beim Object Storage, die APIs sind so gestaltet, dass sie S3-kompatibel sind, also zu dem de facto Standard, den es am Markt gibt, der von Amazon eingeführt worden ist. Im Prinzip jemand, der mit einer Hyperscale-Cloud-Plattform gearbeitet hat, findet sich extrem schnell zurecht, weil er bestehendes Toolset wiederverwenden kann, weil er bestehende Frameworks wie Ansible oder Terraform, die für vollkommene Infrastructure Automation verwendet werden und quasi auch diesen Schritt zu Infrastructure als Code ermöglichen. Dieses Wissen kann man auf die Plattform mitnehmen. Natürlich gibt es wie bei jeder Plattform gewisse Spezifika, weil es eine eigene Implementierung ist, aber das Wissen, das man rund um Cloud-Plattformen aufgebaut hat, ist nicht verloren und kann zu, sage ich mal, 80% recycelt werden und wiederverwendet werden. Ein paar Dinge sind speziell auf unserer Plattform, bedingen aber auch dann Performance oder Feature-Vorteile gegenüber den anderen Plattformen. Ja, ich würde sagen, 80-20 Pareto kommt da absolut wieder zum Einsatz. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, eine Applikation 1:1 portieren möchte, dann könnte man ja Sie hatten vorher einen Container-Anbieter erwähnt, dann könnte man so einen Container-Anbieter benutzen. Also heute wird die Kompatibilität ja nicht mehr sozusagen auf Programmcode-Level umgesetzt, sondern heute steht auf der Art, ist im Prinzip ein Container-Framework zu verwenden. Kubernetes ist das, was meiner Sicht durchsetzt. Docker war es vor einigen Jahren noch sehr stark, das Schlagwort, heute ist es immer mehr Kubernetes. Und wenn ich sozusagen meine Applikation Container-ready habe, dann kann ich sie überall betreiben. Ja. Also ganz einfach den Container dorthin schieben auf die Plattform und laufen lassen. Ich weiß nicht, ob Sie es, vielleicht habe ich es auch nicht mitbekommen, aber kann man die Plattform als White Labeling, also könnte man als Infrastructure as a Service Anbieter auftreten auf Basis von Exascale? Das haben wir jetzt sozusagen für den klassischen europäischen Markt jetzt noch nicht zur Verfügung gestellt. Wir testen das gerade in einem ganz spezifischen geografischen Testversuch in Belarus, wo es halt von was Cloud betrifft oder Cloud-Anbieter spezielle rechtliche Situation ist, also dort im Prinzip unsere Vertretungen in dem Land, die aufgrund der Telco-Strukturen vorhanden sind, betreiben dann Exascale-Technologie unter einem anderen Level. Das ist sozusagen gerade im Abschluss das Projekt.
Und basierend auf den Erfahrungen von dem Projekt wird man dann sich entscheiden, ob wir das auch sozusagen in allen Märkten anbieten wollen oder ob wir das nicht anbieten. Technologisch wäre es möglich, so wie unser Stack quasi aufgebaut ist und wie es dokumentiert ist. Das hat alles wunderbar funktioniert, aber es ist noch nicht heute in all den anderen Märkten verfügbar und ist quasi noch zur Entscheidung, ob es verfügbar gemacht wird. Es ist immer Frage auch Businessmodell und ob sich das quasi rentieren würde. Man kann die Reseller und die Channelpartner also nur einladen, sie mit ihnen in Kontakt zu treten und dann werden sie sicher solche Informationen eben als erste erfahren, falls sie solche neuen Möglichkeiten und Optionen bieten. Absolut. Wenn keine weiteren Fragen aus dem Publikum sind, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Berndl und Herr van Randenborg, für die Präsentation. Ich denke, wir haben gesehen, die Cloud, die Dachcloud ist eine hervorragende Ergänzung einer, Sie hatten es, glaube ich, Multi-Hybrid-Cloud-Strategie genannt, also einer Strategie, die eben verschiedene Cloud-Ressourcen integriert. Sie bietet aber auch sonst Vorteile, gerade auch im Performance-Bereich und natürlich im rechtlichen Rahmen. Und die Angebote für Partner sind umfangreich und Sie können sicher mit Herrn van Randenborg direkt nochmal darüber sprechen, wie Sie ganz konkret beim Einstieg in die Vermarktung von so einer Cloud unterstützt werden können. Damit möchte ich das Webinar für heute beschließen. Ich bedanke mich noch einmal bei Ihnen, Herr Berndl und Herr van Randenborg, für die Präsentation. Sehr gerne. Und bei Ihnen, liebe Teilnehmer, natürlich fürs Dabeisein und für Ihr Interesse. Auf Wiedersehen, machen Sie es gut, haben Sie noch einen schönen Tag. Vielen Dank.